Herzlich willkommen zur neuen Folge meines OS Sports Podcast. Mein Name ist Bernie und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, meinen Kumpel Michi oder auch genannt Hockey Pope, weil dieser Mann ist am Wand des Eishockey-Lexikon. Machen ihn auch Guy Lafleur 2.0 oder eigentlich ich. Wenn ich ihn jetzt zum Beispiel fragen würde, wer 1978 bei den Montreal Canadiens Right Wing in der zweiten Linie war, dann war das... Keine besondere Leistung ist zu wissen, Ivo Kunaye. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß das. Danke, Michi, für diese Wortspende. Ja, und wir werden jetzt einfach das aktuelle Geschehen der NHL ein bisschen betrachten und auch vielleicht ein bisschen die historische Komponente der National Hockey League. Viel Spaß damit! So, aus aktuellen Anlass starten wir mal kurz mit dem All-Star-Game, was letzte Nacht in Vegas stattgefunden hat. Das All-Star-Game ist ja sportlich gesehen, ja, die so vom sportlichen Wert tendiert sie gegen Null. Michi lächelt auch leise vor sich hin. Deswegen möchte ich gar nicht viel auf das All-Star-Game eingehen, was ich ganz interessant finde, ich zumindest in die Side-Events, die es da gibt. Die Spieler wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Ich persönlich finde ganz cool die Hardest Shot Competition, die hat gewonnen Victor Hedman vom Lightning. Der hat gewonnen vor Adam Pellich und Tom Wilson. Timo Meyer von der Sharks wurde Vierter. Möchtest du dazu irgendwas, was das betrifft? Nicht wirklich, ne. Hardest Shot 103,2 ist doch, könnte wehtun, wenn man da vom Puck getroffen wird. Ich persönlich kann das nachvollziehen als ehemaliger Goalie. Damals, bei mir waren die Schüsse vielleicht nicht ganz so hart in unserer Liga, Michi, aber sie waren auch nicht gerade ohne. Ja. Naja, wenn so Ex-Bundesliga-Spieler geschossen haben, da hat man sie schon manchmal gedrückt. Dann ist man doch einiges auf einen zugekommen. Dann Accuracy Shooting, also Genauigkeits-Contest, hat Sebastian Aho gewonnen von den Hurricanes. Für mich persönlich nicht zu überraschen, ist ein wirklich guter Spieler. Jack Günzel Zweiter, Troy Terry von den Ducks Dritter. Gänzler. Johnny Gaudreau, wie sagt man, Johnny Hockey, ja. Fünfter, ja, Dreiseitel hat am Neunter, ich wusste gar nicht, dass der so Accuracy hat, Nummer 9. Ich persönlich finde es ganz interessant, das Ergebnis, es ist für mich auch der interessanteste Side-Event, ist Fastest Skater. Normalerweise hätten bei normalen Umständen die meisten Leute wohl auf Conor McDavid getippt vor diesem Contest. Er hat schon voriges Jahr nicht gewonnen. Damals war das der Islander, wer war das? Matthew Barzal. Heuer hat gewonnen Jordan Kyrou vom Blues, spricht man das aus? Kyrou? Ja, okay, glaube ich. Ja, Chris Kreider. Also der hat heuer eine Saison von den Rangers. Also ich wusste nicht, dass er so schnell ist, ehrlich gesagt. Der hat sogar McDavid geschlagen. Wobei McDavid ja heuer, er hatte Covid-Infektion und ist jetzt auch etwas noch im Aufbau. Also dich überrascht nicht, dass er nicht gewonnen hat? Ich glaube, er ist ein bisschen ausgebrannt von dieser Mannschaft und von dieser Saison, weil der Anfang war ja Wahnsinn. Da hat er alles niedergeskatet und niedergescored. Jetzt ist er so, finde ich ganz interessant, wenn wir kurz auf die Stats gehen. McDavid ist bei den Goals, ja, Zehnter, bei den Assists ist er Fünfter und bei den Punkten insgesamt ist er Zweiter. Also Dritter. Die Saison, Zweiter. Dritter, Verzeihung. Dreiseitel ist Zweiter, also die Oilers sind da vorne. Die Saison an sich bei den Oilers, dazu kommen wir später vielleicht noch, ist ja vielleicht nicht ganz so, wie sie es bis jetzt gedacht haben. Ja. Wenn wir kurz einmal die erste Saison vielleicht kurz Revue passieren lassen, uns mal kurz an den Standings ein bisschen orientieren. Also für mich persönlich, wenn wir jetzt bis jetzt die erste Saisonhälfte nehmen, positive Überraschung, zumindest wie sie dastehen, sind für mich die Rangers. Ja, Überraschung ist es keine für mich. Ist ein starkes Team, aber dass sie jetzt wirklich in der Eastern, in der Metropolitan punktgleich mit Carolina, die schon vor der Saison als heißes Team gehandelt wurden. Ja, aber das ist trotzdem für mich keine Überraschung. Die sind einfach gut. Pittsburgh ist für mich die Überraschung, dass Pittsburgh die so gut mithalten können. Nur dazu, nachdem Crosby und Malkin so lange ausgefallen waren. Ja,
Finde ich auch. Starke Leistung. Top-Mannschaft. Was ein bisschen abfällt für mich persönlich, sind die Islanders. Die Islanders haben immerhin 26 Punkte weniger als die Hurricanes, obwohl sie drei Spiele weniger haben. Also ja, die Islanders, ist auch kein Geheimnis, warum das so ist. Ja, und zwar? Naja, die ersten, glaube ich, 15 Spiele haben sie auswärts gespielt. Dann ja, richtig, wegen der neuen Arena. Okay. Genau, wegen der neuen Arena. Ja. Und dann sind sie einfach von Covid zerpflückt worden. Und haben einfach überhaupt nie... Ja, stimmt. Fußball. Was ich damit sagen will, dennoch, die Islanders haben meiner Meinung nach einen ziemlich guten Kader, der halt heuer durch gewisse Umstände... Gut. Außerdem, ich das ganz kurz dazwischen bitte sagen, gerne. Sie haben zweimal jetzt im Semifinale verloren und das waren zwar bittere Niederlagen und das hat ihnen sicher extrem viel Kraft gekostet. Absolut, das hat Kraft gekostet. Aber nächstes Jahr sind sie wieder da, da bin ich mir sicher. Man könnte aber sagen, dass das motiviert, wenn man im Halbfinale zweimal verliert. Aber was sicher... Wahnsinnig viel Kraft kostet, gerne. Ja, kein Thema. Ansonsten, Eastern Conference, also für mich persönlich, ich meine, das war schon vor der Saison klar, dass es ein starkes Team ist und kommen ist, aber dass die Florida Panthers sogar vor den Tampa Bay Lightning liegen, jetzt zur Saisonhälfte wohlgemerkt, ja, nach fast 50 Spielen, ist für mich persönlich vielleicht keine Überraschung, aber dass sie wirklich den Lightning zumindest vorläufig noch auf Distanz halten können, ist zumindest erwähnenswert. Also sie haben 69 Punkte, der Lightning hat 66 Punkte, ein Spiel weniger. Was sagst du zu den Panthers bisher? Goalie? Regular Season, weißt du, das, die besten Mannschaften sind oft abgestunken, das müssen sie erst im Playoff beweisen. Der spricht man auch von der President's Trophy Fluch, ja? Ja, genau. Curse, wer die President's Trophy gewinnt, gewinnt nie den Cup oder selten. Ganz selten. Wenn überhaupt, das war. Wenn überhaupt, ich wüsste gar nicht, wann das letzte Mal der Fall war, ich will falls jetzt nicht ein. Also, schon ein Beweis, dass ich nicht der Hockey-Pop bin, dass ich das nicht sagen kann. Gut, das ist, man kann nicht alles wissen. Die Maple Leafs, kurz dazu, Star Loaded Power, Austin Matthews und so weiter. Ja, von der Punkte aus nicht schlecht. Aber, ja, aber schauen, sie haben weniger Spiele. Gell? Sie haben natürlich, jetzt muss man dazu sagen, 5 Spiele weniger als die Panthers. 8 Punkte weniger. Also sie sind jetzt, wenn man jetzt sagen würde, nach dem Punkt, die sie noch aufhören können, vorne dabei. Du hast aber, glaube ich, zu den Maple Leafs ein eher, ja, sag mal, gespaltenes Verhältnis? Oder? Ein bisschen, ja. Ja, die halbe Mannschaft taugt man schon. Also Riley oder der Campbell im Tor. Das Campbell, ist super. Superman. Spezza ist genial. Spezza. Aber ich meine, vorn sind einfach Matthews und Tavares und Mana. Ja, Mitch Mana. Super talentiert, aber für mich einfach arrogant und ein Hype, der ihnen nicht zukommt. Okay. Und was sie da verdienen, haben sie noch nie bewiesen. Die Leafs, richtig, sie müssen erstmal abliefern. Ja. Kurzes Wortspiel, die Leafs müssen abliefern. Gilt natürlich für McDavid auch, aber... Gilt auch für die Oilers. Ja, das ist prinzipiell sowieso das Thema mit kanadischen Mannschaften. Ich weiß, das wird dich jetzt schmerzen. Komm mal kurz auf deinen, sag mal, Mannschaft zu sprechen. Aber wenn ich als Blackhawks-Fan habe, da auch nicht viel jetzt im Augen zu reden. Aber die Canadiens, 23 Punkte aus 44 Spielen. Natürlich auch hier Injury Bug. Ja, da ist vieles passiert. Carey Price, Shea Weber, dann noch abgegeben. Ja, Carey Price. Einer der besten Goalies meiner Meinung nach in der Liga. Vielleicht sogar der beste. Ja, hat man in den Playoffs gesehen, aber er hat es mit seiner Gesundheit bezahlt. Ja, traurig. Im Westen, wenn wir kurz auf Westen gehen, in Central, Colorado. Also Colorado war schon vor der Saison eine der heißen Mannschaften, kann man glaube ich so sagen. Von der Offensive her. Von der Offensive ist Colorado, glaube ich, kaum zu toppen. Ja. Also mir fällt jetzt so ad hoc offensiv kaum eine Mannschaft, für Tampa Bay, aber ansonsten. Sie spielen so, wie man Eishockey spielen sollte, meiner Meinung nach. Also ich denke, in Colorado kann man dann in den Playoffs einiges erwarten auch. Werden wir sehen. Spielt das Gleiche wieder. Sie haben noch nichts bewiesen. Sie haben nichts bewiesen. Ansonsten, ja, Nashville ist ganz gut dabei. Überraschend, Überraschend, ja, für mich auch, dass die so gut mitmachen. Minnesota, St. Louis, Dallas. Dallas ist schon ein bisschen abgefallen, ich schaffe 10 Punkte, 9 Punkte weniger als St. Louis. Schaffen es nicht mehr. Ich persönlich blätter jetzt gleich, weil die Blackhawks, trotz Fleury im Tor, der wahrscheinlich noch getradet wird, ich glaube, der will auch weg. Der wird zum Contender, schätze ich. Das ist awesome. Heuer nichts mehr, Rebuild, das ist das Gleiche, was bei deinen Canadiens geht, auch bei meinen Blackhawks. Die gute Nachricht ist, dass sie 13 Punkte mehr haben als die Arizona.
Ja, eine tolle Mannschaft, Arizona. Okay. Die machen alles richtig dort, glaube ich. Die machen alles richtig. Ja. Aber ganz kurz, für mich, eins der Dark Horses ist Minnesota. Minnesota ist Dark Horse, ja. Da bin ich gespannt. Da wir beide aus Österreich sind, uns ist die Frage mit Marco Rossi, ob er da noch einsteckt oder nicht. Ja? Oder schaut heuer nicht so aus. Ich glaube auch, dass er erst nächste Saison so richtig dann hoffentlich reinkommt. Wenn er gut genug ist. Wenn er gut genug ist. In den unteren Ligen war er einer der Besten. Dann bei ihm auch dazugekommen die Covid-Erkrankung, die war ganz arg bei ihm. Also ja, hier in Österreich, COVID. Also der hat wirklich lebensgefährlich fast schon gewesen bei ihm teilweise. Speaking of Covid, Ovechkin hat es jetzt auch erwischt. Mhm. Deswegen war er auch nicht beim All-Star-Game in Vegas. Wobei Vegas natürlich eine Plattform für ihn gewesen wäre, genau richtig für Ovechkin, der ja gerne im Mittelpunkt steht. Ich möchte jetzt nicht wissen, was er nach dem Cup-Gewinn in Vegas gemacht hat. Der war wahrscheinlich dann gleich ein Golden Nugget gleich drauf. Mit dem Cup wahrscheinlich im Casino. Ich weiß, ist egal. Aber Ovechkin, vielleicht kurz zu den Capitals, weil wir jetzt gerade noch von der Eastern Conference geredet haben. Die Caps. Ja, nach starker Performance stinken sie ein bisschen ab jetzt. Ja, aber ich sag mal, wenn die in den Playoffs drin sind, dann schaut es so aus, dass sie reinkommen, sind sie natürlich unangenehm zu spielen. Also ich muss nicht unbedingt das Gegner haben. Wenn ich mir anschaue, wer da über ihnen ist, dann sage ich, alle drei sind unangenehmer als die Capitals. Das wären also die Hurricanes, die Rangers und die Penguins. Ja. Gut, und wir werden es dann in den Playoffs sehen. Wir werden dann sicher auch mal noch einen Podcast machen, kurz vor den Playoffs vielleicht, dass man dann schauen wir mal, wie es dann in den Playoffs sich herauskristallisiert. Ja. Zurück zum Westen, es gibt ja noch Pacific. Da gibt es ein Team, auch wenn es von der Punktanzahl vielleicht nicht ganz so herausragend sind, für mich persönlich ist das ein Geheimtipp, oder Geheimtipp, ein ich weiß nicht, ob es ein Dark Horse ist, aber zumindest in den Playoffs sind die Vegas Golden Knights. Top-Favorit. Also Top-Favorit sogar. Jetzt kommt der Eichel, wird wahrscheinlich in Kürze kommen. Ja, Jack Eichel, guter Trade. Die Sabres sind die schwimmen da irgendwo. Ja, die sind von ferner liefen, sage ich jetzt mal. Wo sie eigentlich ganz zum schlechten Kader haben. Die Knights, die Golden Knights, also seit sie in der Liga sind, haben sie wirklich was bewegt. Also natürlich war da die Euphorie auch da, Stanley Cup Final auch schon. Also heuer denke ich, das ist eine extrem ausgeglichene Mannschaft, wenn der Goalie gesund bleibt, Robin Lehner, der ja nicht unbedingt der beliebteste unter seinen Mitspielern war, jetzt hat er sich, glaube ich, etwas gebessert. Für mich einer der besten Goalies. Der ist ein Wahnsinn, der Typ. Lena ist, er kann wirklich Saves. Nicht schlechter als der Flurry für mich. Die Kings, vielleicht kurz ein Wort zu den Kings und zu den Ducks, beide Mannschaften in LA. Ziemlich gut auch. Zumindest jetzt, wenn man so umschaut in der Pacific. Nur zwei Punkte hinter den Knights, wobei ein bis in zwei Spiele mehr. Wenn wir sehen, was da in den Playoffs auf uns zukommt, dann haben wir noch Calgary. Edmonton ist schwierig. Ja, aber sie kommen. Sie kommen wieder. Wenn Edmonton, wenn alle gesund sind. Ja, zu Edmonton muss man sagen, dass sie jetzt den Kane, das wird man sehen, wie das ausgeht, aber der spielt jetzt linker Flügel in der ersten. Für die, die jetzt glauben, er redet von Patrick Kane, er redet von Evander Kane. Ja. Ein bisschen ein Trouble-Kind, der Bursche, aber dadurch hat Nugent Hopkins in die dritte Linie gehen können, spielt mit dem Zach Hyman dort und jetzt haben sie eine dritte Linie. Okay. Und das hat einiges verändert in der ganzen Dynamik der Mannschaft. Ja. Gut. Ich denke auch von Edmonton in der zweiten Hälfte wird einiges zu erwarten sein. Also ich gehe ziemlich fix davon aus, dass die Playoffs kommen und dann, wir werden sehen. Also McDavid, ich weiß nicht genau seine Vertragsmodalitäten, wie lange an Edmonton gebunden ist. Okay. Noch 8 Jahre? Nein. Insgesamt? Ich glaube jetzt 5 Jahre. Ich sag mal, wenn die Oilers in den nächsten 2-3 Jahren nicht zumindest Contender sind, wird er wahrscheinlich einen Trade nicht ganz abgeneigt sein, oder? Was ist deine Einschätzung? Irgendwann wird es beiden reichen, mit 30 Jahren. Ja, vermutlich. Ich meine, die tragen die Mannschaft seit Jahren auf ihren Schultern und außer Nugent Hopkins gibt es nicht viel, was nachkommt. Ja. Der Nurse ist gut, der Bouchard kommt jetzt, aber sie haben keinen Goalie. Ja, das ist das Problem, sie haben keinen richtigen Goalie. Sie haben bis jetzt keine dritte und vierte Linie. Es sind so wenig balanced. Wenn ich mit David oder Dreisaitl wäre, würde ich mal den GM ein bisschen hinterfragen, was da abgeht, ob da vielleicht
einiges kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Leute sich selber an der Nase fassen sollten, weil wenn ich der McDavid gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich bin mit 7 oder 8 Millionen zufrieden, was meiner Meinung nach auch noch genug Geld ist. Absolut. Und dann hätten sie schon einen guten rechten Flügel dazu kaufen können. Ja, das ist die ganze Geschichte. Das ist das Problem generell. McDavid mit 7 oder 8 Millionen, wir müssen uns nicht Sorgen machen. Er würde damit ja seine eigenen Chancen steigern, bei einem Contender zu spielen. Genau. Und das verstehe ich einfach nicht. Und das ist, verstehe ich auch nicht, weil er wird ja eine gewisse Verbundenheit zu Edmonton spüren. Sollte er. Die Fanbase ist ja nicht so schlecht dort, im West-Kanada. Also, ja, interessant, auf jeden Fall die Entwicklung zu beobachten, alles die nächsten ein, zwei Jahre, sage ich mal. Und man sieht, was passiert, wenn der Topstar wenig verdient. Das ist ein Glücksfall für Colorado, weil der McKinnon noch in einem Vertrag ist, wo er, glaube ich, 6 Millionen verdient. Ja. Und dadurch, ist Colorado. Also das, ab nächsten Jahr, glaube ich, kriegt er dann, am nächsten oder übernächstes Jahr läuft das aus, kriegt er einen neuen Vertrag, wird er 11 Millionen oder was verdienen. Ja, und dann werden wir sehen, wie Colorado noch mithalten kann, wenn sie dann. Dann werden es nicht abgeben müssen. Ja. Ganz einfach. Also wenn man jetzt quasi ein Template oder ein Role Model zeigen müsste, McDavid, wie es richtig geht, dann wäre es im Moment Colorado. Brad Hall. Falls ich erinnern kann dran, dass der ganz bewusst auf Geld verzichtet hat. Ja, was hat sich ausgezahlt für ihn? Hat sich ausgezahlt, weil die Red Wings nochmal einen Cup geholt haben. Ja, bei den Red Wings und ja auch einer mit den Stars, glaube ich, hat er auch den Cup geholt, wenn ich jetzt richtig mitfinde. Genau, gegen die Sabres. Vielleicht noch ein Wort zum Expansion Team. Ja, Seattle letzter, Vegas erster, ist lustig. Ja, ich meine, dass die Kraken jetzt nicht die Liga rocken werden, das war relativ klar, glaube ich. Sie haben ein paar gute Spiele, haben sie schon. Ja, sie haben anders. Sie haben einen guten Goalie. Vegas. Ich glaube, sie haben auf die Zukunft hingetraftet. Ja, ja. Und Vegas hat auf die Gegenwart hingetraftet. Ja. Schauen wir, wie es in ein paar Jahren ist. Meiner Meinung nach wird da einiges zu erwarten sein. Wenn wir jetzt mal kurz zumindest uns anschauen, die individuellen Statistiken bisher, bei den Punkten führt Jonathan Huberto, also die Panthers. Vielleicht kurz deine Einschätzung zu diesem Spieler. Jonathan Huberto? Ja. Ja. Vielleicht bester linker Flügel neben Ovechkin im Augenblick. Ja. In der Liga seit Jahren. Will ich auch sagen. Das ist ein Allround-Spieler, der einfach alles kann und ja, lang halt untergegangen ist in Florida, weil die Mannschaft nicht gut war. Aber jetzt sieht man, wie gut er ist. Jetzt haben sie den Bob, also der Bob redet über den Bob. Genau, der Bob ist jetzt wieder top. Was sagst du zum Bob Pop? Sehr top, aber ich glaube, Bob ist top, sagt der Bob. Im direkten Vergleich mit dem Vasilevski er die Nummer 2 ist. Und das wird man in den Playoffs sehen. Ich glaube, dass sie noch mal scheitern werden. Aber wichtig ist, dass der Bob sagt, Bob ist top, sagt der Bob. Also nein, aber zum Ernst, Bobrovsky. Den Zungenbrecher schaffe ich. Bobrovsky, also die Panthers. Ja, also First-Round-Exit möglich, Final möglich, meiner Meinung nach, wenn es gut läuft. First-Round-Exit, glaube ich nicht. Aber Tampa Bay wird einfach die Nagelprobe. Ja, sehr interessant, jetzt schon ein bisschen über die Playoffs spekulieren. Vielleicht etwas zu früh, aber ich glaube, im Osten musst du über Tampa Bay drüber, wenn du ins Finale bist. Das ist, glaube ich, sagen wir die meisten. Das ist die kleine überraschende, genauso wie Colorado im Westen oder Vegas. Ja, aber man muss auch bedenken, dass Tampa Bay ja schon wieder die halbe Saison den Kutscherer vorgehen hat müssen. Ja. Sie haben wieder gute Leute einkauft, die in der dritten Linie, oder Junge, die nachkommen, die in der dritten Linie gut sind. Ja. Die sind so tief. Ja. Ich traue ihnen zu, dass sie nur ein drittes Mal den Cup holen. Und dann durchaus. Dann kann das auseinanderfallen. Weil sie ja jetzt mittlerweile die Leistungsträger auch schon nicht jünger werden, ja? Stamkos. Ja, aber die wirklichen Leistungsträger, die sind noch in der Mitte ihrer Karriere, also der Point. Wieso sollten sie dann auseinanderfallen, deiner Meinung nach? Weil ich glaube, dass 3 Jahre den Cup holen und dann bist fertig. Das ist ganz interessant, das ist nämlich so, wenn man den Cup holt, vor allem wenn man öfters holt, ist man irgendwann einmal ausgebrannt. Ich denke schon. Motivation nicht mehr, obwohl die Motivation müsste hoch sein. Also ich glaube, dass der Hauptgrund, wenn sie es heuer nicht schaffen sollten, der ist, dass sie die Cups jetzt zweimal geholt haben. Ja. Und das muss einfach unheimlich viel Energie kosten und Kraft. Dann kommt die ganze Covid-Geschichte dazu. Der Sommer ist kurz gewesen. Ja. Das ist beinhart. Sie kämpfen ja auch um die Division noch. Also, aber wie gesagt, wir haben jetzt die Hälfte circa der Saison. Lass uns überraschen. Zu dem Golf, kurz noch. Rein von den Stats her führt Ville Husso von den Blues. Mhm. 1,19 Goals against ist ein sensationeller Wert. Ja. Fredrik Anderson
ist Zweiter. Und ja, Wasilewski interessanterweise rein von Goals Against, ja, ist Siebter. Man sollte jetzt nicht zu sehr sich auf den Zahlen aufhängen. Ja, ja, aber es sind, glaube ich, ein, zwei Spiele, wo sie hoch verloren haben, auch ja, mit Schuld dran. Und am Anfang waren sie schwach. Am Anfang hat Tampa Bay erst in die Saison finden müssen. Ja. Mittlerweile haben sie sich wirklich reingeholt. Ja. Ja. Dann bei den Toren. Also, hättest du gedacht, vor der Saison, dass zu Osterbrück Chris Kreider die Goals anführt? Nee. Vor Dreiseitel, vor Ovechkin, vor Matthews, vor Alex DeBrincat. DeBrincat vielleicht mehr oder weniger neben Fleury der einzige Lichtblick, den die Blackhawks momentan aufweist. Ja, vielleicht Kane noch, wenn er. Aber DeBrincat ist natürlich ein Mann, auf den kann man aufbauen. Also da erwarte ich einiges. McDavid ist Zehnter bei den Toren. Ja. 10 Tore weniger. Ja, der Riesen-Goalscorer war er ja nie. Wobei mich das fasziniert, weil ich denke, dass der Mann, das hat der Jager selber gesagt, ich glaube, dass der eigentlich 100 Tore schießen könnte. Mhm. Weil ich nicht. Also ich glaube, dass es in einem wirklich guten Team, wenn man sich vorstellt, der würde spielen in Colorado oder in Tampa Bay, dann würde er 60 Tore schießen, glaube ich. Okay. Aber die Leute können sich zu viel auf ihn konzentrieren. Okay. Das ist das Problem. Vielleicht noch ganz kurz zwei Kategorien, die D-Man. Adam Fox, also die Rangers. Du hast gesagt, es ist keine Überraschung, dass sie so gut sind. Ja, ich habe mir nur gedacht, nachdem sie die Goalie-Ikone nicht mehr haben, wenn sie vielleicht... Chesterkin ist trotzdem... Ja, ist er, absolut. Einer der besten Goalies. Ist er, absolut. Sie ist eine tiefe Mannschaft. Ja. Panarin spielt also in der zweiten Linie, das sagt ja schon alles. Ich glaube, die Rangers, die spielen so die Saison so, ja, let's wait and see what happens, us against the world. Gut sind sie. Also okay, super Coach. In den Playoffs, super Coach. Okay, ja. Ja, ansonsten bei den D-Man, Victor Hedman ist nicht überraschend, Roman Josi, die üblichen Verdächtigen, Chris Letang. Ja, gerne. Geilste, Cale Makar. Meine, das ist einfach, der spielt so. Cale Makar von Colorado. Die 44 Punkte. Das körperlich ein Monster und spielt ein bisschen so wie der Coffey. Okay. Einstmals gespielt hat. Ja, das sind natürlich große Schuhe, die da oder großen. Template, ja, aber. Da steigt aber locker rein. Lass uns überraschen. Noch kurz ein Wort von diesen Rookies: Lucas Raymond, Trevor Segres. Der wird es wohl machen. Und da kann ich nur sagen: Jeder, der sich interessiert hat dafür, wird es eh gesehen haben, was er bei der Breakaway Challenge ist, er da gemacht hat. Das war ziemlich interessant, weil das hat so ausgeschaut, als wenn der Puck angeklebt gewesen wäre auf seinem Schläger. Und beim Schuss hast du aber gesehen, dass er nicht angeklebt war. Ja, Gott sei Dank. Das ist schwierig. Das habe ich nicht, ne? Wenn wir mal anschauen. Also die Rookies hat auch schon 22 Punkte, also da kann man nichts sagen. Also prinzipiell, vielleicht mal ganz kurz von deiner Seite her, ich sage mal, Ausblick zweite Saisonhälfte. Ist immer schwierig, Verletzungen, Covid-Situationen. Ja. Das ist ja der Grund, warum es bei Olympia jetzt nicht die NHL-Stars leider nicht dabei sind. Ich finde es auch schade. Die sollten eigentlich die Besten der Welt mitspielen. Ist es aus deiner Sicht verständlich, dass die NHL gesagt hat, nein, wir haben so viele Nachholspiele auch und Covid-Fälle, dass wir dieses Jahr Olympia quasi nicht die Spieler zur Verfügung stellen? In dem einen Fall bin ich auch mal auf der Seite, die NHL zu verstehen. Ja, ich glaube auch. Da war nicht viel zu machen. Aber ich glaube auch. Der Spielraum war relativ gering, was das betrifft. Ja. Was ich aber gehört habe, ist, dass 2024 der nächste World Cup ansteht. Also das ist die Hoffnung, dass man da bald einmal die Besten wieder. Ja, wäre super. Absolut. Wäre absolut super. Es wäre heuer bei Olympia ein Traum gewesen. Ja. McDavid bei Olympia. Und Crosby. Und Crosby und Ovechkin. Und noch einige andere. Sehr geil. Ja, sehr geil gewesen. Aber leider Gottes, Covid hat da, glaube ich, ich bin bei dir, ich finde es auch nachvollziehbar zumindest. Es war Pech, wenn die Olympiade 200 später ist, gar kein Problem. Wahrscheinlich. Zum Ausblick auf die zweite Hälfte, also von meiner Seite ganz kurz, ich glaube, Tampa Bay wird früher oder später an Florida doch in der Atlantic vorbeikommen, auch wenn es ein harter Kampf wird. Da bin ich gespannt. Ja, Toronto, die werden in die Playoffs kommen. Boston, vielleicht noch kurz zu den Bruins von deiner Seite.
ganz schwer einschätzbar. Schwer einschätzbar. Sie sind stark. Sie haben einen guten Goalie. Ja, sie werden aber bei der Trade-Deadline werden holen. Ja. Und dadurch werden stärker. Die Trade-Deadline werden auf jeden Fall noch Erfolg bringen zur Trade-Deadline. Das wird ganz spannend, wie immer, wie jedes Jahr. Jeder Sportler ist super. Das ist der zweite Center. Ja. Das ist durch den Krejci weggegangen. Ja, Krejci, das ist nämlich ein Spieler, in der zweiten Linie spielt, dann ist er ein bisschen kritisch. Okay. Ansonsten in der Metropolitan Carolina, die Rangers, glaube ich, die werden sich da um festsetzen. Die Penguins, sagst du, sind überraschend gut. Die Playoffs ein Massaker werden. Die ersten vier werden sie da zerfetzen, weil die sind alle irrsinnig gut. Das ja, aber das ist ja der Sinn und Zweck der Playoffs, dass sie sich verfetzen. Da ist es extrem, weil wenn ich mir die Pacific Division anschaue, da gibt es eigentlich nur eine wirklich gute Mannschaft. In der Pacific? Ja. Ja. Weil Los Angeles, Anaheim, Calgary haben nicht wirklich eine Chance weiterzukommen, sobald die auf eine Mannschaft von der anderen Seite treffen. Wenn ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen darf, wenn ich jetzt die beiden Conference von Ifritan Finals vorhersagen sollte. Ja. Oder magst du anfangen? Nein, nein. Ich würde sagen, nicht sehr überraschend, wie das am Vegas gegen Colorado im Westen. Im Osten würde ich sagen, ja, am Ende des Tages wird es Tampa Bay sein. Ich tippe mal auf die Rangers als Eastern Conference, wenn sie sich nicht wie vorher gegenseitig rauskicken oder zerfetzen, wie du es genannt hast. Was würdest du sagen, wenn es die Conference Finals? Ich nehme jetzt ganz weit aus dem Fenster. Bitte sehr. Wenn man jetzt Verletzungen nicht mit einbezieht, sage ich jetzt einmal Pittsburgh auf der einen Seite. Wow, Pittsburgh. Ja. Okay. Und da auf der anderen Seite wird es echt spannend, weil ich nämlich glaube, dass wenn Toronto die erste Runde schafft, dann könnte es einen Höhenflug kriegen und dann wird es... Wirklich? Sicher, von der Mannschaft sind stark genug. Also würdest du wirklich sagen, die Penguins gegen die Maple Leafs im Eastern Conference Final? Spannend. Ich meine, es gibt immer diese Überraschung. Ja, das ist schwer. Ist schwer. Also von der Stärke und von der Erfahrung der Kampfkraft ist es Tampa Bay. Das ist ja den besten Goalie. Ja, ja. Also Wasilewski, also was der Junge. Ja. Er hat ein bisschen schwierigen Start gehabt, das stimmt. Ja, aber das ist die ganze Mannschaft. Das ist jetzt, vom Cup. Ja, vom Cup-Hangover, glaube ich, sagt man. Aber sie haben sich schnell erholt. Aber wäre spannend zu sehen, Toronto, die Fanbase in Toronto ist jetzt nicht unbedingt die geduldigste. Naja, stimmt ja gar nicht. Letzter Rundengewinn war 2002 oder 2004, was heißt denn? 2004, glaube ich. Ja. Haben sie das letzte Mal eine Runde gewonnen. Naja, eben. Also die halten viel aus. Naja, die müssen, die sind leidensgeprüft. Was ich damit sagen will, ist, dass in einem Hockey-Market wie Toronto oder Montreal naturgemäß, sage ich mal, die Fanbase und die Erwartungen, vielleicht anders da sind als, in Ottawa oder in Arizona. Sollten sie heuer die erste Runde wieder nicht schaffen, dann brennt die Stadt. Dann brennt die Stadt, da kann man sie ziemlich sicher sagen. Ich hoffe es nicht, ich mag die Maple Leafs, wie du weißt, also mein kanadischer Favorit. Ich auch, aber vor allem die Alten. Ja, was denn? Genau, dann waren wir wieder beim Hockey-Pop. Also das wäre so die kleine Preview für die zweite Saisonhälfte. Jetzt, weil wir gerade von der kanadischen Mannschaft gesprochen haben, die letztes Mal, dass die kanadische Mannschaft den Cup geholt hat, war 93. Schnief. Also da blutet einem doch ein bisschen das Herz. Das ist jetzt schon mit heuer 30-jährige Jubiläum am Bald. Ja. Siehst du eine Mannschaft, die diesen Drought oder diese Schande aus der Sicht der Kanadier in den nächsten Jahren, zwei, drei Jahren ausmerzen kann? In den nächsten zwei, drei Jahren, ja, Toronto mal sicher. Ja. Wie schaut es aus denke ich mal, dass Vancouver eigentlich... Vancouver, ja. ...so viel gute Leute hat, aber da läuft auch was falsch. Ich meine, Edmonton braucht einfach mehr Tiefe, dann mit den Spielern, Top-Spielern, die sie haben. Edmonton braucht einen Top-Goalie und mehr Tiefe. Dann sind sie dabei, meiner Meinung nach. Ja. Und Winnipeg habe ich das Gefühl zu voll. Ja, Winnipeg glaube ich... Die leben von der Begeisterung der Fans, aber das war es auch schon mehr oder weniger. Gute Leute haben sie schon. Ja, aber es ist, da fehlt was. Sie haben es gehabt in dem Jahr, wo sie dann gegen Vegas ausgeschieden sind. Ja. Da war es knapp, aber seither. Ich meine, wenn man sich anschaut, wen die allein in der Verteidigung verloren haben, in den letzten Jahren von Bufflin angefangen. Mhm. Tyler Myers, Jacob Truba, Ben Chiarot, das war ja die beste Verteidigung der Liga eigentlich. Und jetzt ist fast nichts mehr da. Der Morrissey ist allein auf weiter Flur. Ja, Winnipeg hat, glaube ich, wie du sagst,
auf der GM-Basis vielleicht nicht ganz überzeugt, sag mal. Naja, die haben Pech gehabt. Der Bufflin mit seiner Verletzung, die dann sein Karriereende war. Der Truba war einfach zu geldgierig, würde ich sagen. Ja, leider. Gibt es ja bei Toronto auch den einen oder anderen, ne? Habe ich gehört, dass welche geben sollen. Also, wer das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Wir wissen das. Aber ja. Okay. Oberlippenbartträger gehören dazu. Spricht der Name ruhig aus? fällt mir jetzt gerade nicht ein. Meine, außer Matthews ist natürlich schon vom Potenzial einer der besten. Überragender Spieler, aber vom Charakter sehr zweifelhaft für mich. Ja, vielleicht braucht er da mal wirklich, keine Ahnung, psychologische Betreuung. Ich würde sagen, ein Trick in den Arsch. Ja, das kann man auch sagen. So sagen darf. Kick in the butt, ja. Ja. Wobei eher der Mann. Der Matthews, der erfüllt das ja schon langsam eh. Was. Ja, Mana hat ja Mörderpotenzial eigentlich. Ja. Also vom Potenzial sind die Leafs, glaube ich, ganz oben angesiedelt. Gar keine Frage. Auch von der Tiefe sind sie nicht so schlecht. Ich persönlich mag Jack Campbell besonders. Super. Ja. Freddy Anderson sind super cool. Oder Campbell. Ich habe die Amazon Prime-Doku gesehen. Damals, wie Anderson verletzt war, hat Campbell ja diesen Rekord aufgestellt von aufeinanderfolgenden Victories, glaube ich, war das. Mit ein paar Shutouts garniert noch dazu. Also Superman. Die Maple Leafs, ja, viel fehlt nicht, wenn sie den Charaktertest, sag ich mal. Ja. Ja. Ansonsten siehst du noch Mannschaften, die on the rise sind, mit denen in den nächsten Jahren zu rechnen ist, die vielleicht heuer ja so herumkrebsen. Wie schaut es aus mit New Jersey? Puh, schwer zu sagen. Buffalo? Das ist eine Mannschaft, die sicher kommt, deine heißgeliebten Detroit Red Wings. Ja, ich muss dazu sagen, als Inside-Information, als Blackhawks-Fan ist man mit den Red Wings eher auf, ja, nicht die beliebteste Mannschaft in Chicago. Ja, eine der schönsten Rivalitäten, die es geben. Ja, leider, ich finde es auch schade, dass die Red Wings dann nicht mehr in der Western spielen. Sie hatten wirklich Angst vor den Blackhawks und deswegen in die Eastern-Konferenz gehen. Ja, das war's dann, ja. Also eine Mannschaft, die sicher kommt, ist Ottawa. Ottawa, absolut. Ja, super, wunderschöne Stadt. Aber im Moment halt, ja, 92 Punkte aus 40 Spielen sind nicht. Im Moment, was man so hört, ein bisschen blockiert. Ja. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Sonst, Edmonton muss man eigentlich noch dazu zählen. Das ist eine Mannschaft, die noch immer kommt. Und ja, glaubst du, dass sie alles heuer in die Playoffs kommen? Ich denke schon. Ja, ich glaube auch. Wenn sie in die Playoffs kommen, können sie auch was reißen. Aber mit dem Koskinen, das ist die Frage. Wenn wir sehen, die Saison wird ja doch noch, Gott sei Dank gibt es heute eine volle Saison, keine shorten Season, Playoffs runden. Aber ja, also ich gehe mal davon aus, dass es so hinhaut. Und sonst Los Angeles und Anaheim. Die kommen, ja, die kommen in der nächsten. Die kommen heuer noch nicht, aber sie werden, denke ich, ja. LA, weiß nicht, Jonathan Quick. Der ist ja schon nur mit der 2er Goalie. Ja, aber ich habe ihn jetzt mal gesehen, er hat ein paar Mal gespielt. Er ist noch immer top. Er ist top, aber er ist so viel verletzt gewesen. Ja, also leider. Der verletzte Goal ist. Einer der besten Goalies aller Zeiten. Ja, das macht seinen Namen Ehre. Ja. Cup-Gewinner, also absoluter Top-Goalie. Immer noch, aber halt, ja, für einen Injury-Bug. Ja, soviel zum Thema bisher. Erste Saisonhälfte, kurzer Ausblick oder kleiner oder Ausblick auf die zweite Saisonhälfte. Historische Komponente, die kanadische Mannschaft mit dem Curse fast schon. 30 Jahre, das wäre richtig hart. Aber um den Kanadiern die Ehre zu geben, die Kanadier waren schon über die Jahre die Leistungsträger bei allen Stanley Cup-Siegern. Ja, natürlich, also, natürlich, die Spieler. Ja, wenn jetzt Kanadier nur in kanadischen Mannschaften spielen würden, natürlich. Nur Kanadier. Ja, ja, das ist klar, das ist klar, das ist logisch. Aber fast 30 Jahre ist schon ein ziemlich langer Zeitraum. Kann man sagen, muss man melden. Das tut wirklich weh. Ja. Das tut weh. Vor allem, wenn man sich die Begeisterung dort anschaut. Wenn man sich das Spiel in Edmonton anschaut. Ist Mutterland. Im Mutterland ist das halt noch ein bisschen ein Level höher als in den USA. Natürlich, es gibt schon, denke ich, Hockeymarkt und so, aber die Fans, also die Blackhawks, Chicago, die Red Wings, da spielt es immer. Die Bruins-Fans. Bruins, ja. Auch die Flyers-Fans sind ziemlich stolz. Colorado. Colorado, ja. Sehr gute. Noch vielleicht eine letzte Anmerkung noch. Ich nehme an, du wirst es ähnlich sehen. Ich persönlich finde es sehr schade, dass es nicht so kleine Hockey-Marken so gibt wie Quebec und Hartford. Ja. Da blutet einem doch das Herz. Dafür gibt es so Mannschaften in Arizona. Danke, und danke, Batman. Ja. Danke, Gary Batman. Ja. Das ist unglaublich, danke, Gary, falls du zuhörst. Ja. Gary, danke.
Wenn man schaut, wie der Mann an Arizona klebt und wie schnell er Quebec aufgegeben hat damals, und wenn man bedenkt, also das muss ich echt einmal loswerden. Bitte. Dass außerhalb, Arizona hat eine gute Fanbase, gar keine Frage. Ja. Aber außerhalb von Arizona interessiert sich für diese Mannschaft kein Mensch. Ja. Und wenn man bedenkt, dass es die Mannschaft aus Quebec, die 1995 aufgehört hat zu spielen, dass die jetzt nur immer weltweit 10-mal mehr Fans haben wie Arizona, das sagt eh schon alles. Und dort gibt es eine Fanbase im Endeffekt. Die würden alles geben dafür. Man hat es gesehen, wie Winnipeg zurückgekommen ist. Das war eine Begeisterung in Winnipeg. Ja. Ich persönlich vermisse die Nordiques und die Whalers. Ja. Also ich könnte, ist jetzt, Mario würde das nicht hören wollen, aber ich könnte locker auf Arizona, ich könnte auf Seattle verzichten. Genau, ich könnte auf Anaheim verzichten. Ja. Ich weiß, dass die Leute, die dort leben, das wär, anders sehen. Ja, natürlich. Ich meine, natürlich wäre das für die Leute vor Ort, wie du sagst, wenn jetzt die Coyoten zum Beispiel nicht mehr in Arizona heulen, sondern in Quebec, dann heulen auch ein paar Leute in Phoenix und so. Aber die ganze Welt. Aber Quebec und Hartford sind... Ja. Gehören beide in den NHL. Also das ist eine der stilvollsten Mannschaften. Und die Logos. Also genial. Genial. Also ich kann mir noch an Playoff-Duelle zwischen den Whalers und den Canadiens erinnern. Die sind meistens über 6-7 Spiele gegangen. Meistens haben die Canadiens dann gewonnen. Ich kann mir an Playoff-Duelle zwischen Quebec und Montreal erinnern. Ja, ja, auch. Das ganz wilde, was war das, 86? Mhm. Oder 84 quasi. Ja. Good Friday Massacre. Ja, also. Herrlich war das. Das ist. Da fehlt schon was, ja. Wenn man die beiden Mannschaften nicht hat, ja. Ja, das war, wie gesagt, jetzt unsere aktuelle Bestandsaufnahme zur National Hockey League. Möchtest du noch irgendwas von deiner Seite ergänzen, sagen? Nicht wirklich. Okay, danke an den Hockey Pope. Also denk dran, der Pope sagt, Pop sagt, Pop ist top, sagt der Pop. Das ist also die Konklusion. Ja, Wasilewski. Ich liebe es, wenn der Pop über den Pop redet. Ja, top, okay. Was? Oder heißt dann Töpper? Das weiß ich nicht. Top, okay. Töpper am töpsten. Ja, ja, gut, lass es jetzt. Auf jeden Fall danke, Michi, für deine Insights. Wenn ihr dazu Kommentare habt, schreibt es in die Kommentare unten rein, würde mich freuen, von euch zu lesen. Ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe auch wieder mit Michi, dass er mit an Bord ist. Und dann ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Take care.